Lars Hirschfeld, der FC Energie Cottbus hat einen neuen Torhüter, wobei so neu ist er gar nicht. Er war schon mal hier in Cottbus von 1998 bis 2000, hast du hier beim FC Energie Cottbus gespielt, warst Nummer 3 im Kader von Eduard Geier. Wenn du aber heute in dieses Stadion schaust, erkennst du es noch wieder? Ja, wenn man drin guckt, ja, das liegt die alte Grundlage, aber es sieht top aus. Gefällt dir also, kannst du dir gut vorstellen, hier bei dieser Atmosphäre zu spielen? Ja, es wird ein sehr starke Laune hier haben, eine gute Atmosphäre. So. I look forward to it. Man sieht ja an, dass du dich unheimlich freust, auch wieder einen neuen Vertrag unterschrieben zu haben. Du hast zuletzt in Rumänien gespielt, hast sehr viel internationale Erfahrungen gesammelt, unter anderem auch in der Champions League bei Rosenborg Trondheim. Du bist dort Meister geworden, Pokalsieger. Was war das für eine Zeit? Ja, es war sehr gut. Ja, ich habe viele Erfahrungen bekommen in dieser Zeit, aber ja, es ist schon vorbei und ich drücke mal die Daumen auf die... I forget how to say it. Zukunft? Yeah. Ja, genau.